Du sagst, man will euch aus dem Revier verdrängen. Aus unserer Halde. Ein paar Plünderer kamen zum Schnüffeln, gerade als wir gute Waffenteile gefunden hatten. Und bei der Gießerei hat sich eine Banditenbande breit gemacht. Sie sperrten uns aus und sitzen auf den Energiezellen. Sie mögen alles, was glänzt. Tja, wir brauchen die Teile und Zellen für unsere Verteidigung. Ein kleiner Job. Schnell und sauber. Etwas Schmutz macht mir nichts aus. Du bist ja wirklich schnell zu entfachen. Wer weiß, wer alles hier vorbeigekommen ist. Aber der Mann hatte einen Karren. Also... Hol Hilfe! Ganz ruhig. Wie heißt du? Was ist passiert? Hakurk! Hol Hilfe für Scheuertels. Die Grauhabichte kommen. Sie töten meinen Bruder. Töten alle. Nicht, wenn ich es irgendwie verhindern kann. Er verließ den Weg. Die Spur endet. Na, das ergibt doch keinen Sinn. Jemandes Hab und Gut. Kennt das? Überall sind Dinge verstreut. Und da ist auch Blut. Entweder fiel er hin, oder... So viel Blut macht mir Sorgen.
kein Blut mehr. Er muss sich die Wunde verbunden haben. Diese Truhe ist im Osseram-Stil gemacht. Zum Glück hinterlässt er Spuren. Ich hoffe, er ist okay. Mein Fokus könnte etwas finden, das mir entgangen ist. Ein Fass. Macht irgendwie nach. Ja, Erens Atem. Ein Osseram-Gebräu. Ich bin froh, dich zu sehen, Fremde. Bist du Kendat? Ich bin eine Freundin von Gera. Hä? Ich bin ein Ehemann von Gera. Sie hörte, du wirst vermisst und ließ mich suchen. Was ist passiert? Ich war auf dem Weg zu ihr. Ein Sandsturm zog auf, ich suchte Schutz, leider vergeblich. Hier bin ich, rot wie ein Kaja-Priester. Eine Tramplerherde hat meine Sachen verstreut. Du kannst nicht viel tun, damit ich nicht wie ein Idiot dastehe. Kannst du meinen Plünderersaft holen? Das ist das Zeug, das die Tramplerherde da unten bei sich hat? Ich bin nicht stolz, ich bin nur ein Brauer. Und vielleicht bedeuten 5 Flaschen Gera mehr als ich. Thank you.
Gehen wir mal auf etwas in meiner Nähe. Thank you.
Sie mich. Der Schnee kommt sogar noch schneller als der Frost. Jägerin, danke. Das ist bestes Osseram-Gebräu. Hält dich warm in einem Schneesturm
spült den Dreck aus seinem Zahnrad. Kendert, warum gingst du so unvorbereitet los? Der eiserne Kern der Sache ist, ich tat es aus Liebe. Gera wollte das Anrecht verlassen und ich beriet mich mit den Präfekten. Ich wiederhole ihre Worte nicht, sie würden dir missfallen. Jetzt bin ich neugierig. Nein, ich habe mich schon tiefer hineingeritten als in Donnerkieferdung. Es war mein Fehler, nicht mit ihr zu gehen. Ich hatte Zeit, das zu erkennen. Vielleicht ist es nicht zu spät. Sie holt neue Vorräte am Tagturm. Viel Glück. Wir hätten alle sterben können.